with a boy like you, not like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? So, meine Lieben, hier geht's in die zweite Runde. Nein, Spaß. Heute diesmal nicht mit nervigen Nachbarn, hoffe ich mal. Und wir sollten, glaube ich, in die Mensa gehen. Hey, Chani. Hey, fasst du es doch vor dem Kurs noch etwas zu essen zu ergattern? Ja, warum? Wenn das so weitergeht, beiße ich vor Hunger irgendwann noch einem Informatikstudenten in die Wade. Der braucht ja die sowieso nicht so dringend. Zwei Studenten drehten sich zu Chani um und musterten sie von oben bis unten. Ich musste lachen. Ich wollte mir vor dem Kurs nur noch schnell was auf die Hand holen. Ich kann versuchen, mich nach vorne durchzudrängeln, aber ich glaube, das wird nicht leicht. Wir könnten auch einfach warten. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und stellte mich hinter Chani in die Schlange. Ich hoffe, wir haben noch Zeit zu essen, bevor der Kurs anfängt. Ich habe wirklich einen Bärenhunger. Guck mal, die haben Himbeerkuchen, den will ich. Schließlich waren wir an der Reihe und kauften zwei Sandwich und den Himbeerkuchen für Chani. Sie verschlang den Kuchen sofort, noch bevor sie das Sandwich angerührt hatte. Das ging mir zum Ausgang. Da es sowieso keinen freien Sitzplatz mehr gab, konnten wir auch unterwegs essen. Ja. Und wohin jetzt? Bestimmt so in der Reihe. Chani und ich schlangen unsere Sandwich hinunter und betraten dann den Hörsaal, in dem Englischkurs stattfand. Der Kurs dauerte 2 Stunden. Wir sprachen über den internationalen Kunsthandel. Es war sehr interessant, aber der Kurs war eindeutig nicht mein Lieblingskurs. Boah. Au! Ich tue mir Hauptsache erstmal voll weh. Ich musste immer wieder an Professor Zaidi denken und daran, wie er am Morgen den Hörsaal verlassen hatte. Sein Verhalten hatte mich überrascht. Als der Kurs zu Ende war, verließen wir den Hörsaal. Nach den Unikursen und dem Sport heute bin ich wirklich K.O. Ich habe Lust, mich einfach nur ins Bett zu legen und meine Serie zu gucken. Ich werde ein bisschen im Park lernen. Kommst du mit? Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich will nur noch einen Schlafanzug anziehen und mich morgen früh unter meinen Bettdecke verkriechen. Okay, alles klar. Dann bis morgen. Chani verließ das Gebäude. Jetzt musste ich mich nur noch bis zu meinem Bett schleppen. Passiert hier eigentlich noch was? Es geht mir viel zu... Ja, okay, ne. Dann nicht. Oh, hallo. Hey, wie geht's dir? Gut, danke. Ich habe leider keine Zeit. Wir sehen uns ein andermal. Okay, bis dann. Was war denn heute Morgen in moderne Kunstgeschichte mit dir los? Du wirktest so wütend. Bis dann, Süße. Wow, das ist das erste Mal in diesem Semester, dass ich Melody so strahlen sehe. Dann gehe ich auch mal. ja. Von Ihnen nichts zu sehen. Umso besser. Ich bin so müde. Ich hätte jetzt nicht mehr mit dir diskutieren wollen. Ich schminkte mich ab, duschte und zog meinen Schlafanzug an. Als ich im Bett lag, nahm mir mein Ordner und meine Notiz für den Kurs am nächsten Tag nochmal zu lesen. Aber ich kam nicht über die erste Seite hinaus, bevor ich einschlief. Ich träumte von Nathaniel. Ja, okay, warum nicht? Wir waren zusammen im Boxring und er brachte bei, wie ich den Boxsack einschlagen musste. Dann wurde der Sack plötzlich zu einem Mikrofon und stand mit Cassie auf der Bühne, die der Gitarre spielte. Ja, warum nicht? er munterte mich zu singen, aber ich blieb stumm. Die Musiker fangen an, sich über mich lustig zu machen. Pia steht vor der Bühne und macht mir Zeichen, zu ihr zu kommen. Sie hilft mir, von der Bühne hinunterzusteigen und legte die Hand auf meine Hüften. Ich stehe vor ihr, aber es ist nicht mehr sie. Er setzt mir den Mützen mit dem Logo des Cafés auf und sagt, ich soll den ersten Gast bedienen. Die Menge ist verschwunden. Die Bühne ist weg. Und ich stehe vor dem Café. Der einzige Gast ist Professor Zaidi. Er starrte mich mit offenem Mund an und gibt mir dann seine Bestellung auf. Aber es kommen nur seltsame Laute aus seinem Mund. Er klingt wie ein Roboter, was?
Piep, piep, piep. Alter. Mein Wecker riss mich aus dem Schlaf. Ich habe das Gefühl, ich wäre erst vor 5 Minuten eingeschlafen. Ich werde irgendwie von Tag zu Tag müder. Ich habe das Gefühl, ich bin noch müder als gestern, vor dem Einschlafen. Und außerdem habe ich vor dem Sport mit Kim auch noch Muskelkater. Ich stand auf, um mich fertig zu machen. Au, das tut weh. Ich hätte nicht gedacht, dass die Rückkehr zum Sport so schmerzhaft werden würde. Als ich fertig war, nahm ich meine Tasche und machte mich auf den Weg zur Vorlesung. Alter, du hast doch voll die wilden Fantasien hier, ne? Und schon wieder im falschen Raum. Chani sitzt schon im hinteren Teil des Hörsaals. Ich setze mich neben sie. Bisher waren wir die Einzigen, die schon da waren. Gut. Hey, gut geschlafen? Nicht wirklich. Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Es hätte besser sein können. Ich habe ein paar Bücher zum Thema Traumdeutung, wenn du möchtest. Alles andere hätte mich auch gewundert. Wenn du träumst, dass dir die Zähne ausfallen, dann ist das ein sehr schlechtes Zeichen. Okay, ich werde es mir merken. Danke. Gern. Schreib deine Träume auf, wenn du möchtest. Dann kann ich dir dabei helfen, sie zu interpretieren. Auch die anderen Studenten trudelten nun nach und nach in den Saal herein, bis dieser brechend voll war. Dann betrat Professor Lebade den Hörsaal. Er trug einen Stapel Kopien unter den Arm. Oh nein. Gut, ich werde Ihnen Ihre Tests zurückgeben. Beurteilen Sie Ihre Leistung selbst. Der Test war einfach. Wenn Sie also trotzdem meine schlechten Noten haben sollten, heißt das, es wird Zeit für Sie ernsthaft zu lernen. Ich habe keine Ahnung, wie mein Test war. Vielleicht habe ich ihn völlig verhauen. Mein Magen verkrampfte sich, während Professor Lebade durch die Reihen ging. Er blieb vor Chani stehen und hielt ihr den Test hin. Meine Freundin sah auf das Blatt und lächelte zufrieden. Dann legte Professor Lebade auch mit meinem Test hin. Er blieb dabei nicht mal zu stehen. 38 von 40. Super. Ich kann es nicht glauben. Siehst du hast dich völlig umsonst so gestresst. Uff. Ich spürte, wie mein Körper sich entspannte. Alles ist gut, Lucy. Du brauchst in diesem Semester nicht alle Partys abzusagen, um wie eine Irre zu lernen. Obwohl ich es nicht wollte, hatte ich mich unter Druck gesetzt. Alles hinge alles von der Note in diesem Test ab. Professor Lobata hat seine Vorlesung begonnen, ohne noch etwas zu den Tests zu sagen. Ich hörte seinen Vortrag etwas entspannter zu, als ich hier schon zum Anfang der Stunde gewesen war. Ich hatte keine Lust, mich wieder so unter Druck zu setzen, wie ich es vor dem Test getan hatte. Deshalb bemühte ich mich, zuzuhören und mitzuschreiben. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber Professor Lobades Vortrag schien mir plötzlich viel interessanter als sonst. Ich hörte bis zum Ende der Vorlesung konzentriert zu. Wow, endlich. Ich muss zurück in mein Zimmer. Ich habe meiner Mitbewohnerin versprochen, dass ich sie mit dem Konzert meines Lieblingsband nehme. Ich will ihr beweisen, dass Death Metal nicht so furchtbar ist, wie sie denkt. Ach ja? Ja, sie ist in den 90ern hängen geblieben. Ich versuche ihr die Augen zu öffnen. Ey, die 90er sind schöne Zeiten. Also, ich bin zwar jetzt so ein Kind, der nicht so wirklich die 90er erlebt hat, aber so ein bisschen schon, weil meine Geschwister ja so ein bisschen in den 90ern gelebt haben. Deswegen ist für mich das auch noch eine geile Zeit, ne? Oh mein Gott, ich klinge alt, obwohl ich. Ich bin noch gar nicht so alt. Du hast bis jetzt noch nie von deiner Mitbewohnerin gesprochen. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, bisher war sie auch unsichtbar, aber jetzt hat sie es doch gewagt, sich mit mir zu zeigen. Sie ist nett und offen. Was heißt das? Also, sie engagiert sich sehr für den Umweltschutz. Das finde ich wirklich löblich. Aber jedes Mal, wenn ich etwas in den Mülleimer werfe, bekomme ich Ärger von ihr. Deshalb habe ich immer ein bisschen Angst, wenn ich zurück in mein Zimmer gehe. Aber sonst ist sie wirklich in Ordnung. Ist das dein Ernst? Ja, für sie sind wir Menschen nur Parasiten. Sie hat sich bei meiner Topfpflanze entschuldigt und mir damit gedroht, sie draußen auf dem Campus einzupflanzen, um ihre Freiheit zurückzugeben. Aber ich mag sie. Du bist wirklich sehr tolerant, Shani. Nein, sie ist wirklich cool. Ein bisschen reaktionär, aber cool. Ja, reaktionär. Und sie hat mit dem, was sie sagt, meistens recht. Es ist zwar extrem, aber es gefällt mir. Shani verabschiedete sich und verließ das Gebäude. Ich werde mich auch ein bisschen ausruhen. Ich habe mich lange nicht bei meinen Eltern gemeldet. Vielleicht sollte ich sie anrufen. Ich machte mich auf den Weg in mein Zimmer. Oh, können wir sie anrufen? Ja.
Ach Gott, nein. Es ist immer schön, so herzlich empfangen zu werden, wenn man nach Hause kommt. Hallo, Inin. Ich sage nichts und setze mich in mein Bett. Keine Ahnung. Hallo, Inin. Was war? War das eine Antwort? Na, das kann ja heute heiter werden. Gleich kommen Freunde von mir. Ich würde dich also bitten zu gehen. Bitte. Wow, man merkt förmlich, wie sie sich zwingen muss, höflich zu sein. Also eigentlich wollte ich mich hier ein bisschen ausruhen. Ja, aber wir werden hier bleiben, also. Als ich meine Freunde eingeladen habe, warst du auch hier und es war kein Problem. Schon gut, ich gehe. Okay, außerdem sind meine Freunde alle Doktoranden und das Gesprächsniveau könnte oft für dich zu kompliziert sein. Du passt. Okay, außerdem sind meine Freunde alle Doktoranden und das Gesprächsniveau könnte für dich zu kompliziert sein. Du verpasst also nichts. Ich biss mir auf die Lippen. Sie drehte mir den Rücken zu, um sich nachzuschminken. Ich finde sie heute noch gemeiner als sonst. Ich räumte meine Sachen zusammen. Dann holte ich mir einen Pullover aus dem Schrank, bevor ich ging. Für wen hielt sie sich? Ich spürte, wie die Wut in mir hochstieg. Dann musste ich plötzlich daran denken, wie mich Inin angesehen hatte, als ich nach dem Konzert mit Kastel wegging. War sie deshalb heute so gemein zu mir? Warum frage ich mich das ja überhaupt noch? Natürlich ist es deshalb. Sie ist schließlich ein Riesenfan von Growstorm. Als mir das bewusst wurde, entspannte ich mich etwas. Ich habe wirklich Lust, sie recht zurechtzuweisen. Ich nehme meine Tasche und ging zur Tür, ohne noch etwas zu sagen. Ach nee, so kindisch will ich mich jetzt auch nicht verhalten. Ich verließ das Zimmer und schlug die Tür hinter mir zu. Ich kann es nicht glauben, sie hat mich wirklich aus meinem eigenen Zimmer vertrieben. Ich soll mir ein ruhiges Plätzchen suchen. Es gibt keinen freien Platz mehr und alle unterhalten sich ziemlich laut. Der Raum ist voller Studenten, die für ihre mündliche, ja, für ihre mündliche Prüfung zu lernen scheinen. Ich glaube, es geht um Jura. Ich suche mir lieber ein ruhigeres Plätzchen. Ach, was? Wie komme ich denn auf die Werbung? Dämliches Teil. Auf dem Klo, genau. Hier bleibe ich sicher nicht. Doch, warum denn? Das Klo ist der beste Ort für alles. Für alles. Hier fand noch der Kurs statt. Unauffällig schlich ich wieder raus. Ich dachte, ich könnte mich hier hinsetzen, aber viele Studenten essen auch. Sicher finde ich nur noch einen besseren Ort. Ja, dann ist es halt die Bibliothek, Mensch. Hören Sie, ich denke, ich habe genug Erfahrung, um. Ich war von Ihrem Verhalten leider sehr enttäuscht. Sie können eine Vorlesung nicht einfach mit der Begründung abbrechen, dass Sie nicht gut drauf sind. Ich betrat die Bibliothek und erkannte sofort die Stimme von Professor Zaidi und die des Direktors. Sie unterhielten sich hinter dem Bücherregal. Der Raum ist leer und sie haben sich für ihr Gespräch in eine der Zimmerecken zurückgezogen. Sie reden leise, aber ihre Stimmen hallen trotzdem im Raum wieder. Sie wissen, es ist nicht sonst meine Art. Ich näherte mich unauffällig, um besser hören zu können. Genau deshalb war ich auch so überrascht. Sie sind ein Vorbild für die Studenten. Sie wissen, wie sehr ich ihre ungewöhnliche Art mag, mit der sie unterrichten. Aber ihre persönlichen Befindlichkeiten haben im Hörsaal der Uni nichts zu suchen. Ich ging auf die andere Seite des Bücherregals, um sie heimlich zwischen den Büchern hindurch zu beobachten. Die Studenten haben 2 Stunden Zeit gewonnen, die sie zum Lernen nutzen konnten. Das hilft ihnen sicher mehr als die mittelmäßige Vorlesung eines unkonzentrierten Professors. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Sie müssen in solchen Fall Professionalität zeigen, Wayan. 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 Es gibt keine Entschuldigung für Ihr Verhalten. Bitte reißen Sie sich zusammen. Wayan? Wayan Saidi. Der Direktor legte Professor Zaidi beruhigend die Hand auf die Schulter. Dann verließ er die Bibliothek. Ich wich einen Schritt zurück, damit er mich nicht sah. Professor Zaidi seufzte tief. Das darf nicht wahr sein. Er setzte sich auf den Rand eines Tisches und stützte den Kopf auf die Hand. Ich werde die Bibliothek unauffällig verlassen. Vielleicht sollte ich zu ihm gehen. Oh, ich mag den nicht, 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 ich mag den nicht.
Sicherlich spare ich auch AP, wenn ich da jetzt nicht hingehe. Das ist alles, geht mich nichts an. Es sollte mich lieber nicht hier sehen. Ich drehte mich um und schlich auf die Zehenspitzen hinaus. Gut. Wow, der Direktor ist zwar ruhig geblieben, aber der Ton seiner Stimme brach Bände. Professor Zaidi wirkt ziemlich aufgewühlt. Ich frage mich, was wohl passiert ist, dass er seine Vorlesung absagt. Ich weiß nicht wirklich, was ich von all dem halten soll. Was passiert ist? Es ist ganz anders als meine bisherigen Profs. Gut, jetzt stehe ich jedenfalls erstmal hier draußen und weiß nicht, wo ich hin soll. Wenn ich zurück in mein Zimmer gehe, bringt Ini mich sicher um. Tani ist sicher noch mit ihrer Mitbewohnerin. Ich bin also ganz allein. Ich überlege, eine Runde in die Stadt zu gehen, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich werde versuchen, Rosa anzurufen. Vielleicht habe ich Glück und sie hat gerade auch keine Vorlesung. Als ich mein Handy aus der Tasche holte, begann es zu vibrieren. Hallo? Lucy, hier ist Katja. Oh, hallo Katja, wie geht es Ihnen? Wo bist du? Wie bitte? Wo bist du? Ich muss dir die Schlüssel für das Café für dieses Wochenende geben. Mihun ist krank und kann nicht arbeiten. Ah, also. Ich gehe davon aus, dass du Zeit hast, oder? In der letzten Zeit warst du ja nicht oft hier. Ich habe nichts besonderes. Gut, bist du in der Uni wegen des Schlüssels? Du hast mir nicht geantwortet. Ja, ich bin in der Uni. Ich kann den Schlüssel im Café abholen. Ja, ich bin in der Uni. Das ist nicht weit. Ich warte hier auf Sie. Pff. Dann warte ich hier. Aber bitte beeil dich. Bevor ich die Zeit hatte zu antworten, hatte ich sie schon aufgelegt. Vielleicht kann ich mich mal auf den Rückweg in den Park setzen. Der Arme ist krank. Da bist du ja. Meinst du schaffst es, das Café morgens alleine zu öffnen, die Getränke vorzubereiten, die Stühle hinzustellen und dabei noch alles andere zu denken? Ja, also, ich habe bisher zwar noch nicht alles gemacht, aber ich werde mein Bestes geben. Ja, natürlich. Boah, Alter! Blöde Kuh, ey. Du scheinst dir ja sicher zu sein. Dann will ich hoffen, dass alles aufgeräumt und sauber ist, wenn ich zurück ins Café komme. Ich werde unerbittlich sein. Sie murmelte etwas vor sich hin, während sie in ihrer Tasche wühlte. Ich hätte lieber eine andere Lösung gefunden, aber ich habe keine andere Wahl. Ich kann das Rodeo-Festival unmöglich verpassen. Nicht in diesem Jahr. Ja. Im letzten Jahr war ich Zweiter, deshalb mir blieb nichts anderes übrig, als den Neuen zu vertrauen. Jun hat. Ach, da ist der Schlüssel ja. Ich nahm ihr den Schlüssel aus der Hand, was gar nicht so leicht war. Ich hatte den Eindruck, sie wollte ihn nicht loslassen. Also dann, ich werde am Wochenende im Café anrufen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Du solltest gut aufpassen und jetzt geh schnell, bevor ich es mir noch anders überlege und doch da bleibe. Gut, keine Sorge, Katja, ich werde mein Bestes geben. Es wird schon alles klappen. Los geh jetzt. Ich ging zur Tür. Die Schlüssel klimpert in meiner Tasche. Ich werde eine Runde in den Park gehen. Alter, verlier den bloß, fall ja nicht, ne? Park. Bevor ich in den Park gehe, gehe ich erstmal hier hin. Okay, nee, doch nicht. Seitengasse ist hier auch nicht. In der Seitengasse. Einkaufspassage ist auch nichts. Okay, man kann ja mal hoffen. Das war jetzt zu viel. Park. Wenigstens gibt es hier genug Platz für alle. Ich setze mich im Schneidersitz auf die eine Bank. Mein Handy vibriert in der Tasche. Es war eine SM von Rosalia. Ich versuche mal mein Glück. Meine Vorlesung ist ausgefallen. Hast du zufällig gerade Zeit? Ich antworte dir sofort. Ja, das trifft sich gut. Ich bin im Park. Komm vorbei, wenn du möchtest. Ich bin gleich da. Ich spiele ein bisschen auf mein Handy. Dann sah ich Rosa auch schon am Eingang des Parks auftauchen. Hallo, wie schön, ich dachte schon, ich müsste die freie Stunde ganz alleine verbringen. Hallo, ja, in der Uni war kein ruhiges Eckchen zu finden, darum bin ich hierher gekommen. Außerdem haben wir uns seit dem Konzert nicht mehr gesehen. Das ist jetzt schon fast eine Woche her. Übrigens ein toller Abend, auch wenn ich zugegeben muss, dass ich mich an den Rest nicht mal wirklich erinnern kann. Ich weiß nur noch, dass ich vollständig bekleidet in meinem warmen Bett aufgewacht bin. Ach, du erinnerst dich nicht an den Rest des Abends? Ich kenne jemanden, der ihn sicher noch ganz gut im Gedächtnis hat. Was? Was redest du denn da? Du hattest zu viel getrunken und du wolltest unbedingt, dass wir mit Kasti reden. Du machst mir Angst. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Und was habe ich dann gemacht? Dann hast du uns in eine ziemlich unangenehme Lage gebracht. Dann hast du ihn vor großen Gruppe Groupies vor ihm losgestellt. Oh.
Wirklich? Oje, das hat ihm sicher nicht gefallen. Du hast ihn von allen ganz laut Kasti genannt und dann bist du zu ihm gegangen und hast ihm gesagt, was du von ihm hältst. Und was halte ich von ihm? Ursa sah mich verlegen an. Du wolltest nicht gehen und ich musste dich am Arm aus der Bar ziehen, aber das alles ging insgesamt ziemlich schnell. Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, das wäre alles nicht passiert. Jetzt, wo du davon sprichst, erinnere ich mich auch wieder daran. Du hattest ziemlich viel getrunken. Ich hatte dich noch nie so gesehen. Ich weiß, ich habe einfach alle Hemmungen fallen lassen. Tut mir wirklich leid. Ich mache mir einfach nur Sorgen um dich. Ich habe mich am nächsten Morgen so elend gefühlt. Das ist das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Alkohol trinke. Klar. Ein ganz schön extremer Vorsatz, findest du nicht? Es ist ja in Ordnung, ab und zu mal zu trinken, aber man sollte keine Gewohnheiten daraus machen oder denken, man bräuchte Alkohol, um Spaß zu haben. Stimmt schon. Seitdem du zurückgekommen bist, haben wir uns ein bisschen gehen lassen und ziemlich viel gefeiert. Aber du kannst mir glauben, dass dass das sonst ganz und gar nicht der Fall ist. Um ehrlich zu sein, habe ich in nächster Zeit auch erst einmal genug davon. Ja, bei deinem Zustand wundert mich das nicht. Weißt du was von Alexi? Ich weiß zwar, dass er und Morgan mich heimbegleitet haben, aber wie der Rest des Abends für die beiden verlaufen ist, weiß ich nicht. Wenn man vom Teufel spricht. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe geahnt, dass ich euch hier treffe. Na, du hast nicht auf meine SMS geantwortet. Da dachte ich, du hättest keine Zeit. Also, ich habe mein Handy bei Morgan vergessen. Ich warte darauf, dass seine Vorlesung zu Ende ist, um es bei ihm abzuholen. Was? Warte mal, dein Handy ist in seinem Zimmer? Dann, also sagen wir, es war ein langes Wochenende. Dann seid ihr jetzt wirklich zusammen? Ja, es ist offiziell. Rosalia sprang auf und fiel Alexi jubelnd um den Hals. Oh, ich wusste es! Das sollte dich jetzt trotzdem nicht ermutigen, Rosalia. Das war das letzte Mal, dass du so einen Plan ausgeheckt hast. Ja, ich habe verstanden. Das glaube ich dir nicht. Ja, also, das verdanke ich irgendwie auch euch. Deshalb wollte ich, dass ihr die Ersten seid, die es erfahren. Während er sprach, lächelte Alexi die ganze Zeit. Ich freue mich sehr, ihn so zu sehen. Aber eigentlich gibt es noch jemanden, der schon lange vor allen anderen Bescheid wusste. Ach ja? Ja, Jun hat uns sein Zimmer überlassen. Seit Freitagabend hat er nicht mehr in seinem Bett geschlafen. Dieser Junge ist einfach zu lieb. Deshalb schlafe ich ab heute wieder in mein Zimmer. Man hört die Enttäuschung förmlich an. Und was hat Jun so lange gemacht? Das kannst du laut sagen. Die letzten Tage waren die verrücktesten meines Lebens. Oh Gott, ich will keine genauen Details. Oh, ich freue mich so. Ich wusste gleich von Anfang an, dass ihr füreinander bestimmt seid. Ich wusste es auch. Und immerhin habe ich auch die Party organisiert, dank der sich die beiden kennenlernen konnten. Das stimmt. Danke nochmal. Er gab mir nachher einen Kuss auf die Wange. Und was hat Jun so lange gemacht? Er hat gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Er käme schon klar. Mehr weiß ich leider nicht. Wir hatten am Wochenende jedenfalls die Gelegenheit, uns ein bisschen länger mit ihm zu unterhalten und ich mag ihn. Er scheint ein sehr enges Verhältnis zu seiner Familie zu haben. Er ist ein sehr lieber Kerl. Stimmt, er ist wirklich nett. Ich kenne ihn nicht besonders gut. Ja, ich hatte ihn mir sofort für dich ausgeguckt und bei der Party in dein Zimmer hat er uns zum Lachen gebracht. Ich mag ihn wirklich gern. Wann arbeitest du mal wieder im Café? Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Ihr alle beide. Hört sofort damit auf. Ich komme, was das angeht, schon alleine klar. Und um deine Frage zu beantworten, ich arbeite dieses Wochenende im Café, aber Jun ist nicht der, er ist krank. Er ist krank und wir nehmen ihm auch noch sein Zimmer weg. Jetzt fühle ich mich echt schlecht. Er wird gleich dunkel. Wir sollten vielleicht gehen. Aber die wichtigsten Infos hast du uns bisher noch verschwiegen. Ja, das stimmt. Habt ihr? Ihr wolltet das alle hören. Ich will das nicht wissen, Alter. Ich will das nicht wissen. Habt ihr? Wir wollen alles hören. Wer hat den ersten Schritt gemacht? Was hat er gesagt? Wie hast du reagiert? Ja, also, es war nachdem Rose nach Hause gebracht hatten. Ich habe Morgan bis vor seiner Zimmertür begleitet und als wir uns verabschieden wollten, sind meine Hände irgendwie in seinen gelandet. Dann hat er mich geküsst. Es war, als würde elektrischer Strom durch meinen ganzen Körper laufen. Wir konnten uns nicht voneinander trennen. Erst dann, als Jun in der Zimmertür auftauchte.
Wir haben uns die ganze Nacht lang Nachrichten geschrieben. Ich bin sicher, dass er arme Jun deshalb kein Auge zugemacht hat. Deshalb hat er uns auch das Zimmer fürs Wochenende überlassen. Und dann, wir konnten uns einfach nicht mehr voneinander trennen. Am Ende hatte Alexi immer leiser gesprochen. Oh, ich freue mich so für euch. Das ist toll. Und habt ihr auch. Das ist alles. Und jetzt kommt's. Alexi warf sich seine Tasche über die Schulter und ging los. Wir wollten Richtung Campus. Ja, also ganz ehrlich, ich will auch solche Details gar nicht von Leuten hören. Ist mir egal, ob ihr es gemacht habt oder nicht. Also, wenn du. Ja, boah, ich will sie nicht so genau ins Detail gehen, halt, ne? Hoppla, mein. Oh, sag mal, was mache ich? Denn ich gehe immer hier in die falsche Richtung. Gut, ich muss los. Ich bin noch mit morgen verabredet. Was sonst? Wann organisieren wir mal wieder einen Abend alle zusammen? So bald. Genau, wann organisieren wir mal wieder so einen Abend? Wir zuckten erschrocken zusammen. Morgan legte seinen Arm um Alexis Taille und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Hallo, wie geht es euch? Rosa und ich antworteten beide mit einem Lächeln. Hast du dich vor dem Abend nach dem Konzert erholt, Rosa? Ja, danke nochmal, dass ihr mich nach Hause gebracht habt. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Mach dir nichts aus. Wir waren nur ein bisschen besorgt um dich. Morgan kramte in seine Tasche und wandte sich nun dann an Alexi. Hier, Alexi, dein Handy. Alexi dankte ihm und steckte das Handy in seine Tasche. Das heißt, ich schlafe heute Abend nicht bei dir. Alexi sagte das flüsternd, schaute Morgan dabei in die Augen. Rosa lächelte mir zu. Wir beide waren hier eindeutig überflüssig. Ich hoffe, mich stört nicht allzu sehr. Ich tat so, als ob nichts wäre und tippte auf mein Handy herum. Morgan antwortete, indem er ihm ebenfalls etwas ins Ohr flüsterte. Ich konnte nicht hören, was er sagte, aber Alexi wurde sofort rot. Die beiden sind wirklich süß. Ich hätte aber auch gern Morgan gehabt. Das ist unfair. Fügen die einfach so ein Alexi kennt und nicht Alexi kennt den Lysander-Verschnitt hier. Ach, das ist gemein. Ich will Lysander und Kenton und Armin zurück. Das ist fies. Das ist wirklich fies. Ich wollte dich heute Abend ins Restaurant einladen. Hast du Lust? Wirklich? Ja, klar. Alexi sprang vor Freude auf und ab und griff dann nach Morgens Hand. Ich hoffe, wir haben demnächst auch mal die Gelegenheit, alle zusammen essen zu gehen. Ich habe schon so viel von euch gehört. Ich möchte euch unbedingt besser kennenlernen. Ja, gern. Viel Spaß euch beiden. Alexi winkte uns zum Abschied zu und ich machte mich mit Rosa auf den Weg zurück zum Campus. Ich freue mich unglaublich, die beiden so zu sehen. Ich habe das Gefühl, ich hätte etwas Großes erreicht. Und was ist mit mir? Und was ist mit mir? Habe ich nicht auch zu diesem Erfolg beigetragen? Stimmt, die beiden passen wirklich zusammen. Haha. Du bist ja noch schlimmer als ich. Immer wirst du. Haha, du bist ja noch schlimmer als ich. Immer willst du gelobt werden. Natürlich. Gut, ich muss noch ein paar Dinge für meinen Kurs morgen in der Bibliothek nachschauen. Bis später. Ja, bis später, Rosa. Rosa ging weg. Gut. Mit ein bisschen Glück hätte Elin und ihre Freunde ihr kleines Treffen beendet und ich konnte endlich wieder in mein Zimmer. Ich würde gern duschen, bevor ich etwas essen gehe. Ja, als ich mich meinem Zimmer näherte, hörte ich immer lauter werdendes Lachen. Ich schloss daraus, dass Inins kleine Party mit ihren Freunden wohl noch lange nicht vorbei war. Was mache ich jetzt? Hey! Hallo Pia, was machst du denn hier? Ich wohne zufällig auch im Wohnheim. Schon vergessen? Ups. Ich habe dich in den Aufzug steigen sehen und wollte dir noch kurz Hallo sagen, bevor ich mich auf den Bücherstapel in mein Zimmer stürze. Das würde ich jetzt auch gern tun. Oh, kommt der Lärm etwa aus deinem Zimmer? Man hört bis unten in die Eingangshalle. Ja, das kommt aus meinem Zimmer. Warum gehst du nicht einfach rein und sagst ihnen, dass die Party vorbei ist? Es ist schließlich auch dein Zimmer. Ja, genau, das werde ich jetzt tun. Ich habe keine Lust auf einen neuen Streit mit ihnen. So schlimm? Ehrlich gesagt, es ist ziemlich schlimm. Immer wenn ich in mein Zimmer komme, lässt sie mich spüren, dass ich dort nicht willkommen bin. Du musst die Kontrolle zurückgewinnen. Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Es ist genauso dein Zimmer wie ihrs. Sie sagt sich sicher genau dasselbe. Sind Sie schon lange da drin? Seit heute Nachmittag. Aber es ist nicht so schlimm. Ich werde etwas in der Mensa essen gehen. Das ist eine gute Idee. Ich komme mit. Gut, dann werden wir uns zusammen essen und ich komme später wieder und überlege mir dann, was ich tue. Also, ja.
Also, nee, doch nicht. Ich dachte jetzt so irgendwas mit gehen in dein Zimmer. Wir fühlten unsere Tapets und suchten uns dann einen Sitzplatz. Lange nehme ich eigentlich schon auf. Ich bin lieber abends in der Mensa, da ist es ruhiger. Manchmal komme ich auch hierher und schreibe ein bisschen. Du schreibst? Ja, schon lange. Das ist mir schon. Ja, schon lange. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, du hast mir in der Schulzeit schon mal davon erzählt. Ich lese viel und dadurch habe ich Lust bekommen, meine eigene Geschichte zu schreiben. Ich verstehe. Und was schreibst du so momentan? Interessiert dich das wirklich? Ja, natürlich. Bisher geht es um eine Liebesgeschichte in San Francisco, um Schwierigkeiten, in die die Protagonistin gerät. Spielst du damit auf Olivia an? Du erinnerst dich noch an den Namen meiner Ex? Ja, natürlich. Ich merke mir alles, was du mir erzählt hast. Das sprichst du also auch von ihr? Es geht um San Francisco und die Leute, denen ich dort begegnet bin. Aber ich schreibe nicht nur über sie. Sprecht ihr noch regelmäßig miteinander? Kann ich es irgendwann mal lesen? Wir verstehen uns immer noch gut. Sie war sehr wichtig für mich. Ich weiß. Aber das zwischen uns ist ganz klar. Ich bin Single. Wir sind nicht mehr zusammen und werden auch nicht wieder zusammenkommen. Warum sagst du? Ich stelle es einfach nur klar. Wir aßen weiter und unterhielten uns über alles Mögliche. Ich hatte nicht oft die Gelegenheit, länger mit ihr zu reden. Das Jurastudium ließ ihr nicht viel Freizeit. Hast du Lust, am Wochenende mit mir auf die Kirmes zu gehen? Ich muss leider das ganze Wochenende über den Kaffee arbeiten. Meine Chefin ist nicht da und June ist krank. Schade, falls ich nicht zur Kirmes gehe, komme ich ins Café vorbei, um Hallo zu sagen. Das wäre toll. Das brauchst du nicht extra. Ich werde sicher viel zu tun haben. Ich kann nicht versprechen. Ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe. Ich versuche es. Okay, super. Gut, dann lass uns gehen. Ich hoffe, das Chaos in mein Zimmer hat sich mittlerweile gelegt. Das hoffe ich auch. Und wenn nicht, dann ruf mich an. Sollte sie dir noch einmal respektlos behandeln, bekommt sie es mit mir zu tun. Haha, ich weiß, dass ich mich bei sowas auf dich verlassen kann. Wir gingen Richtung Studentenwohnheim. So. Gute Nacht, Pia. Und danke nochmal, dass du beim Warten Gesellschaft geleistet hast. Gern geschehen. Gute Nacht. Wir umarmten uns zum Abschied und gingen zu unseren Zimmern. La 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 la. Als ich zurück ins Zimmer kam, war dort alles aufgeräumt und sauber. Es war keine Spur mehr von einer Party zu sehen. Eileen war dabei, Sachen in einen Koffer zu packen. Danke fürs Aufräumen. Ich sag lieber nichts und setze mich auf mein Bett. Ja, ich sag einfach wieder gar nichts. Ich zog die Schuhe aus und versuchte Eileen keine weitere Bedeutung zu schenken, während sie immer wieder zwischen ihren Schrank und dem Koffer und dem Bett hin und her lief und dabei seufzte. Ich werde in den nächsten Tagen nicht da sein. Es wäre nett, wenn du das Zimmer in so einem jetzigen Zustand belassen könntest. Ich werde hier im Zimmer sicher kein Chaos veranstalten. Man weiß nie. Ich erinnere mich noch an die Geschichte mit deinem Farbtopf. Das ist unglaublich. Wie lange willst du mir die Geschichte noch aufs Butterbrot schmieren? Ja, ich hab schon verstanden. Ich war. Was? Wegen gar nichts kam da jetzt noch mehr minus 2 Punkte. Alter, was ist denn das? Das ist doch jetzt Abzocke. Ich werde zwar nicht hier schlafen, aber ich komme vielleicht im Laufe des Tages hier vorbei. Versuche also gar nicht erst mein Bett jemandem anderes zu geben und zu hoffen, dass ich nichts davon merke. Ich hatte auch nicht vor. Ich fahre zu meinen Eltern. Meine Mutter und hat eine Vernissage. Ja, weil sie nicht Sasche und sie braucht dabei meine Hilfe. Ich werde die Gelegenheit außerdem dazu nutzen, schon mal meine Masterarbeit vorzubereiten. Die Master, aber das Semester hat doch gerade erst angefangen. Das hat doch noch Zeit. So viel nun auch wieder nicht. Ich sag nichts mehr. Ich fühlte mich plötzlich gestresst. Ich hatte noch nicht mal einmal über das Thema meiner Masterarbeit nachgedacht. Ines Handy klingelte. Hallo, ja, ich werde da sein und ich habe alles für die Flyer vorbereitet und. Aber du hast gesagt, dass. Was? Ja, ich weiß, aber das ist schon das zweite Mal. Beim letzten Mal. Was? Ja, genau. Beim letzten Mal bist du nicht da. Ach, leck mich doch. Aber das hast du gesagt, dass. Was? Ja, ich weiß, aber das ist schon das zweite Mal. Beim letzten Mal bist du auch nicht gekommen. Und ich wollte dir zeigen, was ich vorbereitet habe für. Ihnen begann so nur noch zu flüstern. Ich versuchte, mich abzulenken. Aber es war einfach unmöglich, das Gespräch nicht mit anzuhören. Ich weiß, aber ich habe schon alles vorbereitet, Mama. Außerdem habe ich reserviert,
Das ist keine Laune von mir. Ich sage doch nur, dass ich gerne... Unsere Blicke kreuzten sich. Dann verließ ihn das Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Ich duschte und legte mich ins Bett. Inins Mutter hat eine Vernissage. Das bedeutet, sie war vielleicht Künstlerin oder Galeristin. Bevor Inin zurückkam, schlief ich ein. Als ich aufwachte, setzte ich mein Bett auf und rieb mir die Augen. Inins Koffer lag noch immer geöffnet auf ihrem Bett. War sie also nach dem Telefon gar nicht mehr zurückgekommen? Ich stand auf, um die Vorlesung zu gehen. In den folgenden Tagen stellte ich in allen meinen Kursen fest, dass der Stoff zunehmend schwierig wurde. Ihr Professor erwähnt nun ständig das Wort Masterarbeit und mein Stresspegel stieg gefährlich an. Alexi und Morgan schlugen mir vor, bei ihnen in eine Disco zu gehen, die gay-friendly war. Aber ich war so erschöpft, dass ich befürchtete, ich könnte mitten in der Tanzfläche einschlafen. Ich legte mich hin und dachte an den langen Arbeitstag, der mich am nächsten Tag im Café erwarten würde. Am nächsten Morgen wachte ich motiviert auf. Ich freute mich sogar ein bisschen darauf, ins Café zu gehen, weil ich wusste, dass Katja nicht da wäre, um mich unter Druck zu setzen. Jun war zwar nicht da, um mir beim Problem zu helfen, aber es würde schon klappen. Ich packte meine Sachen zusammen. Ich griff nach meiner Arbeitskleidung für das Café. Dieses Outfit ist wirklich scheußlich. Katja ist heute nicht da. Vielleicht kann ich die Gelegenheit nutzen, ausnahmsweise etwas anderes anzuziehen. Während ich geistesabwesend meinen Schrank durchwühlte, schweiften meine Gedanken plötzlich zum Konzert von Castiel. Versuchte ich mich so gut wie es ging, auf meine Tagesmission zu konzentrieren, das Café allein ohne jede Hilfe zu leiten. Klar. Ist das jetzt episodenabhängig? Ja, wen nehme ich denn da? Ich guck mal aufs Slowmeter. Ja, Castiel. Bin ich sehr hoch. Pia bin ich sehr hoch. Wayan bin ich. Bei Jun ist man eh immer viel zu hoch. Ja, also, ja, dann mache ich hier erstmal einen Cut und dann überlege ich, wie ich dann weitermache. Also dann, bis zum nächsten Part. Tschululu.